Hallo, heute rechnen wir die Industriemeisterprüfung Basisqualifikation vom Mai 2010 und zwar die Aufgabe 6. Bei dieser Aufgabe handelt es sich um einen Montagetisch, der selbst aus einer Stahlplatte von 250 Kilogramm besteht. Auf ihm sollen 4800 Kilogramm Masse abgestellt werden können. Der Montagetisch besteht aus 4 Einzelbeinen, deren Außendurchmesser 30 mm betragen soll. Der Werkstoff sei Baustahl mit einer Streckgrenze von 235 Newton pro Millimeter Quadrat. Und die Dimensionierung der Stahlrohrbeine soll mit achtfacher Sicherheit erfolgen. Um die einzelnen Daten sinnvoll unterzubringen, fangen wir wieder mit einer Skizze an, die folgendermaßen aussieht. Wir haben es also mit einer Tischplatte zu tun. Die eine bestimmte Dicke hat, damit auch ein bestimmtes Eigengewicht. Und das Eigengewicht dieser Platte, M-Platte, sei 250 Kilogramm. Die Tischplatte wird durch 4 Stahlrohrbeinchen aufgebaut, die wir hier andeuten wollen. Auf der Tischplatte im Schwerpunkt bringen wir also eine zusätzliche Masse unter. Und diese Masse soll 4800 Kilogramm schwer sein. Der Außendurchmesser DA beträgt 30 mm. Ja, und andere Daten schreiben wir uns jetzt mal.